Also, alle Mann rauf. Na gut, alle Mann sammeln. Jetzt alle Mann rauf. Ja. Oh, Düne hier Level Up. Schön, 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 schön. Und was hat er dabei? Ein Lähmungsstab, wie es aussieht, und ein bisschen Gold. Na gut, das Level ist da viel interessanter. Gucken, was sie jetzt Neues bekommen hat. Stufe 3 nicht, Stufe 2 nicht, Stufe 3. Ja, schön. Dann nehmen wir doch gleich mal Magie brechen. Und Stufe 4. Die Seelenrüstung war eine Rüstungsklasse, ne? Plus 3 Rettungswürfe gegen magische Angriffe ist ganz praktisch. Oh. Wenn der Zauber unwirksam wird, bekommt man 2 W4 Strafpunkte. Also Schaden, nehme ich mal an. Ja, nee. Und hält nur 3 Runden. Den brauchen wir nicht. Den nehmen wir nochmal die Kugel da. So. Soweit so gut. Hier geht's nicht mehr weiter. Also, hast du Dame verbraucht, dann gehen wir alle so zurück. Ist ja nicht allzu weit. Und dann geht's nur noch hier unten lang. Und dann haben wir den Dungeon auch fertig. Das ist doch gleich wesentlich angenehmer. Ich meine, wir waren wie lange hier drin? 20 Minuten, halbe Stunde? In Dulags Turm waren wir Stunden. Wir mussten andauernd neu laden. So. Aber ich denke mal, Dulags Turm ist auch das Ende von dem Add-on. Das haben wir quasi vorweggenommen. Falle zugeschnappt, nicht gut. Wo läufst du denn lang? Ich dachte, hier wäre Ende. Oh, hier war wohl doch nicht Ende. Heil dich mal. Ah, vielleicht kommen wir hier unten rum da ja auch noch hin. Ein Winterwolf. Na gut, ich traue dem Ganzen nicht. Shahira, komm mal auf dem normalen Weg zurück zur Gruppe. Also darum. Ist nur einer, ne? Ja, der dürfte kein Problem sein. Also zurück zur Gruppe. So, der Rest kann da hin. Minsk schnappt sich wieder das Fell. Ja, könnt ruhig angreifen. Und ihr... Nein, hier geht da rein. Ihr werdet alle sterben. So, immerhin vor. Da an die Kreuzung. Na komm, Jahira, lass immerhin durch. Du musst arbeiten. Ich höre Hunde hecheln. Sackgasse. Also gibt es nur noch einen Weg da lang. Gucken, ob wir noch einen Magier. Oh, Eisbär. Hallo, Eisbär. Na komm. Na komm. Na komm. Der will uns nicht angreifen. Oh. Okay, jetzt will er uns angreifen. Allesamt auf den Eisbären. Lasst mir die Krieger durch. Ich sagte, lasst mir die Krieger durch, bevor Karl da auf die Nase kriegt. So. Ein Jensea-Eisbär. Gebirgsbär. Aber kein Fell. So. Eine Heilung für Karl. Und noch eine Heilung für Karl. Und ein Trank für Karl. So. Ja, da lang. Im Moment nein, nicht zurücklaufen. Geh du mal da hoch. Und... Ah, okay. Such mal danach Fallen, der Rest...
Ne, Girogon stimmt einfach mal hier rein und guckt. Denn selbst wenn er eine Falle tappt, er hat ja inzwischen genug Lebenspunkte, um fast alles zu überstehen. Außer das ist jetzt ein Todeszauber oder ein extrem ungünstiger Blitzpingpong. Ne, nicht da lang, ihr müsst oben rum. Na, der letzte Raum. Na komm, irgendwann, guck mal kurz alleine nach. Ja. Oh oh. Neuankömmlinge, wo, bleibt wo ihr seid. Ich muss euch einige Fragen stellen. Und ihr werdet sie umgehen und wahrheitsgemäß beantworten. Oder ihr lasst euer Leben. Ich warne euch. Ich verfüge über Zauberkräfte und kann fast jede Lüge entdecken, die ihr mir auftischt. Hier hat jeder Zauberkräfte, du Depp. Ich bin Dinkelmus Kleinholz und auf der Suche nach dem heiligen Murmeltier. Ja. Ja, ich glaube, ich spiele wirklich irgendwann einen chaotisch guten Charakter. Es gibt so viele lustige Sprüche hier. Na gut, sagen wir einfach die Wahrheit. Er kann uns ja eh nicht wirklich was antun. Wir sind die Gruppe von Girogon und wir suchen den Umhang, der Chandala gestohlen wurde. Ihr seid wohl gekommen, Chandalas Umhang zu holen, was? Na, dann muss er euch etwas gegeben haben, damit ihr wieder von der Insel herunterkommt. Etwas, das ich gerne hätte. Seid auf den Tod gefasst, Dummköpfe. Ja, nee. Wir laufen einfach wieder zurück. Und holen die ganze Gruppe. Dahin. Na, findet ihr den Weg? Ich sagte, findet ihr den Weg? Ja. Haben wir noch Magie brechen über? Nee. Dann schütze dich mal, nur für den Fall, dass da was kommt. Und das noch. Und das nehmen wir auch noch. Furchtbar haben wir leider nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns beeilen. So, alle rein da. Ankeck? Okay. Das hat er sich in Ankeck? Oh nee, sonst noch einer. Oh, sehr komisch. Ist das eine Haustüte? Oh. Immerhin machen wir KI aus und macht dich unsichtbar. So, schon besser. Den Magier sehen wir noch nicht. Ihr müsst auch in den Raum rein. Da ist er. Aha. Wir ignorieren mal den Ankeck und gehen gleich auf den Magier. Du gehst da nicht zum Panzer, du gehst einfach nur rein. Oh, da ist noch einer. Garstig, garstig. Na gut. Lähmungsstab. Auf ihn. Und du machst... Oh, verwirrt, verwirrt. Und da fliegen noch ein paar Kugeln. Das ist nicht gut. Und du machst... Nichts, du schießt einfach nur drauf. Weil der Flammenstab bringt halt nichts. Obwohl, den Flammenstab können wir auf den Ankeck machen. So. Und du kannst auch wieder schießen und KI kann wieder an. Und es sind fast alle verwirrt. Super. Und noch ein Ankeck. So, Minsk habe ich noch und Immoin. Super. Du trinkst erstmal einen Heiltrank. Du schießt da drauf. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die verwirrten Leute nicht uns angreifen, sondern den Gegner. Das ist ja alles zufällig. Oder sich selbst. So, warte, genau. Immoin hat ja die Zauberbrechenpfeile. Zauberbrechenpfeile. Stopp. So, Minsk muss einen Trank trinken. Und Immoin schießt jetzt auf. Auf wen? Auf Kale, damit er nicht stirbt. Ja, das macht Sinn. Schieß. Hat nicht geklappt. Minsk erlittener Schaden 1. Soll das auf Kale schießen? Du greifst weiter ihn an, okay. Trink nochmal einen Trank. Der Pfeil funktioniert nicht. Oder sie trifft einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Ah, greif mal den an, damit du nicht mehr da bei den ganzen Chaoten bist. Der hat jetzt schon 4 Pfeile verballt und die waren richtig teuer.
Na gut, dann schieß mal auf Shahira. Die ist vielleicht ein bisschen leichter zu treffen. Ne. Bah. Und gleich ist Gerunga und tot und das Spiel ist vorbei. Ah, Shahira ist endlich befreit. Gut. Dann machen wir was. Wir müssen ihn eigentlich Gerogon heilen, aber eine leichte Heilung bringt fast gar nichts. Naja, besser als nichts. Du wechselst wieder die Pfeile auf das da und greifst den Magier an, der dann hoffentlich stirbt. Minz wechselt auch wieder auf den Magier. Der muss schnell sterben, bevor er noch irgendwas Böses casten kann. Ja, gut. Und jetzt gehen alle auf den angeschlagenen Ankeg. Und du machst den Flammenschlag auf den Ankeg. Ja, gut, 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 gut. Jetzt alle auf den. Du heilst so lange mal Gerogon. Du trinkst noch einen Trank. Du trinkst auch einen Trank. Nur für den Fall, dass einer von den Wahnsinnigen da mit einem Zweihänder mal daneben schlägt. So weit, so gut. Ah, schön, wieder alle unter Kontrolle. Alle auf den da. Der hier war wesentlich geistiger als alle anderen Magier bisher. Vor allem wegen seiner Haustiere, die immer durchgehend Schaden gemacht haben. So. Dann heil dich mal. Und Minsk hat Platz. Ja. Minsk, schaut mal, was der so dabei hatte. Nö, das macht dann doch lieber Düner hier mit den ganzen Schriftrollen. So, Feuerball, na gut. Das kannst du auch mal lernen. Auch wenn es nicht wirklich was ist, was ich benutze. Das auch nicht. Dimensionstor. Kann sich einen beliebigen Ort innerhalb seiner Sichtweite transportieren. Oh doch, das wäre praktisch. Haben wir noch Intelligenztrank? Ne, die habe ich alle aussortiert, ne? Was bist du? Magieabwehrtrank. Na gut, dann drücken wir mal die Daumen. Na ja, schön. Das heißt, wenn wir jetzt auch wieder an so eine Ecke kommen, wo die Türen zufallen durch irgendeinen Bug, können wir uns dann einfach hin teleportieren. So. Und Minsk kann nochmal einen Panzer mitnehmen oder zwei. Je nachdem, wie viel er tragen kann. Na, einer geht vielleicht noch. Einer geht nicht mehr. Schön, dass wir alle Schlüsselsteine auf einer Person haben. So, das kann noch zu, nicht zu ihr, sondern zu Düne hier. Auch wenn wir eigentlich schon wissen, was für Stäbe das sind. Inventar ist voll, ja. Das kann zumindest zum Verkaufen. Du bist ein Stab der Furcht, genau. Und du bist ein Stab der Lähmung. Na gut, dann nicht. So, jetzt sind wir aber fertig. Ach, Minsk ist immer noch behindert. Also, gehindert. Das andere möchten wir nicht unterstellen. So. Ja. Dann schlafen wir noch einfach mal kurz. Und haste. Nicht gesehen. Sind wir weg hier. Wo ging's raus? Schnellste Weg ist der längste Weg. Ist vollkommen egal, hm? Da der andere Ausgang? Man läuft einfach mal dahin. Obwohl, nee, das ist noch länger. Lauft mal alle dahin. Da sind sogar noch die zwei Pelze, die wir mitnehmen können. Keiner bewegt sich. Achso, ja. Pause sollte man auch noch ausschalten. Und alle bewegen sich in andere Richtungen. Fast alle hängen an der Mauer fest. Ja! Und wo ist das Eichhörnchen? Da ist das Eichhörnchen. Hat das Eichhörnchen noch Platz? Nee, ne? Die Pelze wiegen ja auch gut was. 10 wiegen die. Dann könnte Düner hier noch welche mitnehmen. Ach, alle zu weit weg. Hm, na gut. Düner hier kann er gleich noch welche einsammeln. Wo bist du? Hm.
kann sie es leider nicht einsammeln.